Dacia Chișinău, für diejenigen, die ein bisschen später zu uns gekommen sind. Das hier ist der gegen Tomáš Haito und Anibal Matejan. Und hat eine richtig gute Vorbereitung gespielt und bekommt immer wieder seine Chance von Jupp Heynckes. Und das würde nach aktuellem Stand bedeuten, trotz des 0:0, Schalke stünde in der nächsten Runde. Das war keine Absicht von Alexander Golban, dem Kapitän.
Da haben wir mal den Kapitän. Der Moldauer, Alexander Golban. Clever verkauft, die sind tief hinten reingestanden. Mardari. Tja, der Alstacia Chișinău. Und rein theoretisch könnte es ein Finale gegen den SV Werder Bremen geben. Hier die Chișinău sicherer zu bezwingen. Nächste. Ah, ganz so schlimm war es nicht. Wird mit Sicherheit weiterspielen können. Und auch hier natürlich keine böse Absicht von Frank Rost. Golban rutscht aus und direkt hinein in Frank Rost. Durch das Tor von Joan Miku. Hamid Altintop da zaubert direkt vor dem eigenen Strafraum. Das Rudi Assauer. Ja, Altintop. Ganz übel den Ellbogen bekommen von Golban, der wieder auf dem Feld ist und sich gleich entsprechend zurückmeldet. Das war eine wüste Aktion von Alexander Golban. Überhart gegen Hamid Altintop. Viel erwartet hat von der Mannschaft in dieser Partie. Die meisten sind wohl davon ausgegangen, dass es 5-6 Stück geben würde. Aber